Wer diesen Gang einlegt, der hat ihn gefunden. Einen Parkplatz. Vor allem in dicht besiedelten Städten kennen Autofahrer das Problem, dass es davon oft nicht genug gibt. Andere dagegen sagen, es könnten noch viel weniger sein. Die Fahrzeuge nehmen sowieso schon viel zu viel öffentlichen Raum ein. Oder sie stehen dort, wo sie das eigentlich nicht dürften, wenn aus Gehwegen quasi Parkwege werden. Ein urbaner Dauerzwist. Und Jan Meyer-Wente war mittendrin in Bremen, wo diese Auseinandersetzung sogar vor das Oberverwaltungsgericht führte. Eine begehrte Wohngegend, bekannt für ihre Reihenhaussiedlungen, die vielen Restaurants und Geschäfte. Beliebt bei Familien und Studierenden. Nur für Menschen wie Malte Halim ist der Bremer Stadtteil Findorf kein Vergnügen. Er kommt hier nicht durch. Ja. Jetzt geht's nicht mehr weiter. Was machen wir? Ja, das ist natürlich ein doofes Gefühl. Und ja, es gibt den Spruch, man ist nicht behindert, man wird behindert. Und ja, das trifft's da ganz gut. Also das ist ja knapp, oder? Ja, du musst mich ein bisschen nach hinten kippen. Tu mal die Finger weg. Ja. Wenn Malte Halim durch Findorf will, ist er auf Begleitung angewiesen. Ja, dann geht's. Ohne käme er oft gar nicht vom Bordstein auf die Straße. Eigentlich dürfen hier gar keine Autos stehen. Das Parken halb auf dem Gehweg, halb auf der Straße ist hier verboten. Nur geahndet wird es in dieser Straße so gut wie nie, worüber viele auch froh sind. Ich arbeite nachmittags. Mein Mann arbeitet vormittags. Und wir müssen uns dann sehr schnell abpassen, damit es mit dem Kindergarten oder Kinderbetreuung noch passt. Also ohne das Auto, wenn das mein Mann rechtzeitig mit dem Auto wieder zurückkommt, wäre das nicht machbar. Wo sollen sie hin? So viele Parkplätze können sie gar nicht schaffen. Angrenzend an das Wohngebiet liegt die Bremer Bürgerweide. Dort wäre massig Platz für Autos, doch ein Parkplatz hier würde kosten. Und viele finden den Weg auch nicht zumutbar. Wo lasse ich das Auto? Ich kann es ja nicht, was weiß ich, JBD stellen und laufe als Frau irgendwie hier noch spät nachts durch die Gegend. Also das ist mein Problem. Also parken alle ihre Autos im Wohngebiet. Die Konsequenz? Die Fußgänger weichen auf die Straße aus. Das will Anwohnerin Kerstin Kratsch nicht länger hinnehmen. Mit einigen anderen hat sie die Behörde verklagt. Sie solle endlich etwas gegen das Falschparken tun. In erster Instanz bekamen sie recht. Die Stadt ging in Berufung. Ich weiß nicht, ob es einen anderen rechtlichen Gegenstand gibt, wo so systematisch gegen Recht verstoßen wird und das nicht geahndet wird. Also das ist allen klar, und das wird auch im Gericht gesagt, es ist allen klar, dieser Zustand ist nicht legal. Das ist ein Gehweg und auf dem Gehweg darf nicht geparkt werden. Das ist allen bekannt. Und es ist trotzdem so, dass systematisch dagegen nichts gemacht wird. Zu welchen Problemen die Masse an Autos führt, sieht man nicht erst, wenn die Müllabfuhr versucht, sich einen Weg durch die Autos zu bahnen. Die beteiligten Behörden äußern sich wegen des laufenden Gerichtsverfahrens nicht. Ihre Haltung ist aber seit Jahren gleich. Es gebe keine Alternative zum aufgesetzten Parken. Doch 20 Minuten entfernt von hier in der östlichen Vorstadt geht, was in Findorf unmöglich sein soll. Dort werden die Verkehrsregeln in einem Modellprojekt konsequent durchgesetzt. Malte Halim ärgert vor allem, dass viele Autos die meiste Zeit stehen, also gar nicht benutzt werden. Halim hat einen Wunsch, nicht nur für Bremen-Findorf. Ja, eindeutig weniger Auto, mehr Rad, Fuß, öffentlichen Verkehr und halt eine Stadt für Menschen und nicht für Autos. Noch in dieser Woche könnte das Oberverwaltungsgericht Bremen eine Entscheidung verkünden. Dann weiß Halim, ob die Erfüllung seines Wunsches ein wenig näher rücken könnte.